Hallo, heute sollte eigentlich ein Sketch kommen, aber nein, es ist wieder ein Teil vom Reisevlog. Und zwar gab es ein paar Komplikationen und deswegen kommt der Sketch, der eigentlich heute kommen sollte, wahrscheinlich am Wochenende oder spätestens nächste Woche Donnerstag. Und danach kommt aber auch wieder ein Sketch. Also keine Angst, es gibt jetzt nicht nur noch Vlogs. Der Reisevlog, der musste ja eh noch online gehen und deswegen ersetzt er jetzt das heutige Video. Und morgen kommt noch der allerletzte Teil. Und ja, deswegen würde ich sagen, viel Spaß noch mit unseren Urlaubserinnerungen. Es war wunderschön. Morgen! Oh, das war nur meine Nektarine. Die Sonne scheint. Endlich mal wieder. Ja. Boah, alle Leute beschweren sich darüber, dass wir zu laut sind. Wir sitzen hier, reden hier. Melina und ich haben eben am Wasser gesessen und wirklich geflüstert. Und so ein Typ pöbelt auf einmal: Haltet die Fresse. Also. Ja. Die war voll betrunken, die hat alles voll gekotzt. Ich habe hier noch gar nicht gekotzt, ja? Du nicht. Ich nicht. Wer denn? Weißt du, wohin der gekotzt hat? Ja, der Gabriel? Längst auf den Sitzen, das kannst du nicht reinschneiden. Aber, doch, natürlich, da? Natürlich, weil das muss ich ja begründen, warum ich da nicht mehr sitze. Ja, der hat also da reingekotzt, weil er so die zweite Reihe von vorne. Der hatte so einen Magen-Darm. In der Mittelreihe, ne, hat er gekotzt, oder? Nee, ich glaube überall hin. Nein! Nein, oder? Nee, eher so zweite Reihe. So übelst heftig. Ja, Mittelreihe, genau. Aber links. Boah, voll geil, scheint hier uns. Ich freue mich schon voll lange auf Eis. Ich habe da ja so eine Blume im Haar. Das ist ja krass, die hat mir ja der Glenn da reingemacht, ne? Krass. Die Chanti hat mir das gerade erklärt, man kriegt halt eine kleine Portion und kann dann so viele Sorten da reinschieben, wie man will. Ja. Voll geil, ich habe jetzt einfach nur eine große Tortilla. Mmh. Gold. Da sind mega die großen Schokostücke drin. Glenn, guck mal. Weißt du, ich glaube, wo wir jetzt gerade erst sind? Ich glaube, wir sind jetzt erst in Fotze. Anton. Hey Leute, wisst ihr, was ich glaube, wo wir jetzt gerade erst sind? Ich glaube, wir sind jetzt gerade erst in Fotze, glaube ich. Yo Leute, wir kommen hier, hallo meine Freunde, wir kommen hier wieder bei Glenn, ist am Vloggen in anderen YouTube-Channeln. Wieder alle dabei, wieder alle Mann. Melina, Gabriel und Jonah sind übrigens im Pool heute, die wollten nicht mitkommen. Auf den Baum kann man drauf gehen. I'm fine here, oh. Aber nicht runterfallen, ja? Ey, das ist richtig rutschig. Das sieht gar nicht so aus. Ey, das war voll chillig hier, ey. Tja, wie kommst du jetzt wieder runter? Gar nicht. Jetzt bist du aber traurig, wo die anderen das alle hinkriegen, ne? Ich krieg das auch hin. Ich glaube, du musst schnell gehen. Und ohne Zigarette, weil dann hast du zwei Hände zum Festhalten. Glenn, traust du dich jetzt? Halt mal. Halt ich jetzt Zigarette nicht mehr. Was? Nein. Oh, Anton hat eine Zigarette in der Hand. Ich hab noch nie geraucht, wirklich. Ja, schmeiß sie weg, bitte. Ich habe noch nie geraucht, ich habe noch nicht mehr probiert. Ich kenne keinen, der noch nicht mehr probiert hat. Mann, ey. Ciao a tutti ragazzi, siamo Caio e Rose Punch. E siamo qua a Sanremo con Strada Joyce. Città, ma molto bella comunque. E vi volevamo dire che i bastardi online sono dei grandi. Sono dei grandi. Iscrivetevi al loro canale. E Joyce è molto simpatica. Oh my god. Joyce è molto simpatica, è una persona strattiva e stravivace. E stiamo divertendo un casino, l'avventura è incredibile. Quindi join the adventure. E niente. Ey, ihr müsst das jetzt in den Kommentaren bitte für mich übersetzen, okay? Danke! Wir kommen einfach überhaupt nicht von der Stelle. Wir haben den Hafen noch nicht gesehen und die Altstadt noch nicht gesehen, weil Shanti und Glenn so kleine Shoppinggänger sind und wir so... Aber die beiden treiben sich da drin rum. Und ich versuche die ganze Zeit von dieser Einkaufsstraße wegzukommen, damit sie gar nicht weiter in jeden Laden reingehen können. Waste of time! Morgen, Shanti. Jonah fährt heute nach Hause und deswegen machen wir jetzt noch ein Abschiedsfoto. Alle wollten mal auf den Bus. Wo geht's jetzt hin? Nach Cannes und danach nach Saint-Tropez. Wie wird das geschrieben? Mit Cannes? Ja, aber das ist kein S mehr jetzt. Hä? Vielleicht das? Bei Stadt? Nee, du kannst ja Italien eingegeben, Opfer. Oh, weiß sie nicht, dass Cannes in Frankreich ist? Halt dein Maul, ich weiß das. Ja.
Hallo! Hallo, mein Gott! So, ich habe mich jetzt mal kurz abgekapselt von der Gruppe und gehe ein bisschen am Strand spazieren. Hier läuft überall in diesen kleinen Bars so Bob Marley und sowas, voll cool. Wir haben gerade ein Baguette und ein Crepe gegessen, so voll klischee-mäßig in Frankreich. Und ich war die Einzige, die auf Französisch bestellen konnte. Yay, yay, yay! Ich habe gedacht, ich brauche mal so ein bisschen Zeit für mich, weil in so einer großen Gruppe ist man immer so abhängig davon. Und was, worüber ich vorher einfach nicht so nachgedacht habe, man ist ja einfach wirklich nie alleine. Also auch nicht nachts. Nur wenn man schläft, ist man mal gerade so für sich. Deswegen ist es voll schön, mal durch einen schönen, hellen, weichen Sand zu laufen. Nicht durch dieses Schwarze, was da in Sanremo der Strand war. Aber hey, guckt mal, wir waren in Deutschland, wir waren in der Schweiz, wir waren in Italien und jetzt sind wir in Frankreich. Und wir sind erst 5 Tage unterwegs, glaube ich. Heute ist Mittwoch. Voll krass. Und es ist voll schön hier. Schminktutorial bei Melina. Die sagt, ich schmink mich komisch. Weißt du was, dann geht das eigentlich auf Paolas Kappe, weil die hat mir gezeigt, wie man das Make-up macht, was ich immer mache. Erstmal nimmt sie Shantys Grundierung und wundert sich, dass das schon ein bisschen zu dunkel für sie ist. Und sie sagt, so, hey, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ich dachte, die wäre... Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei dachte, Mann. Melina sieht sich so im Spiegel und sieht nur so, wow, beautiful, boah, ey, tropical bin ich braun. Ah, jetzt schminkst du dich ja richtig. Was habe ich denn die ganze eben Zeit hat so gemacht? Was ist das jetzt, Alter? Was hast du denn gemacht? Voll übergeschminkt. Ich zeige euch jetzt mal in der Zeit, während sie sich stundenlang schminkt, den Campingplatz. Mach nicht alles leer. Ich weiß, du brauchst viel, aber ich brauche auch noch was morgen. Ne? Wir sind jetzt, glaube ich, so 2-3 Kilometer außerhalb von Saint-Tropez. Da hinten waren auch schon so Pampelmusenfelder, sind wir eben im Auto vorbeigefahren. Und hier auf dem Platz spielen hinten die älteren Herrschaften ein bisschen Boule, oder wie das heißt. Richtig chillig hier der Campingplatz. Und den Hund, den habe ich eben schon gestreichelt, das ist voll süß. Hallo! Ich habe leider nichts zu essen, ich wollte dich nur noch mal kraulen. Oh, hallo! Alter! Du riechst aus, wie der Wotzen immer gerochen hat, ne? Der Wotzen hat auch immer wie ein alter Mann gerochen. Ja! Welcome to Saint-Tropez! Also hier sind mal die mega fetten Yachten am Start, ne? Also es ist nix gegen Cannes. Also Cannes ist nix gegen Saint-Tropez. Oh, Shanti! Ich mag dich so. Nein, fick dich ich mag doch, auch. Du kleine Bitch, du. So geil. So geil. Wow. Nice. Lass mal einen Shanti und Anton da hinten. Wir waren hier auf Melinas Papa übrigens. Der ist nämlich zufällig in Saint-Tropez. Shanti. Wir meditieren und irritieren. Hi Leute, willkommen wieder bei Glenn Vlogt auf anderen Channels. Das hier hinten ist meine Yacht. Nicht. Und Joyce beißt mich mal wieder. Was? Aua, aua. Ich hab dich noch nie gebissen. Joyce beißt mich immer, das tut so weh. Aua, hör auf! Digga, check in. Jetzt ist aber gut, jetzt reicht's.